So, hier sind wir. Heute Morgen hatte ich ja gefragt, ob ihr noch Fragen habt, die ich euch beantworten soll. Es kam einiges zusammen, das wollen wir jetzt beantworten. Florian hat nachgefragt, wie es denn mit dem Messer aussieht. Wir wissen, wann es kommt, was es kosten wird und ob wir ein Video machen. Video machen wir auf jeden Fall. Und das Messer habe ich mit. Beide Versionen. Das hier jetzt Neues. Sind die optionalen Griffschalen, die wird es einzeln geben in Oliv, Khaki, Orange. Es wird auch die Scheide einzeln geben. Das Messer wird für ungefähr 49 bis 55 Euro in den Shop kommen. Wir tendieren eher gegen 49, aber wir müssen sehen, wie es dann im Endeffekt beim Zoll läuft. Und das Messer wird kommen um die erste bis zweite Septemberwoche. Katja hat gefragt nach neuen Klamotten in kleinen Größen. Ich weiß gerade ja, das Gespräch hat man schon öfters, aber leider nein, werden wir nicht machen. Es ist einfach ein viel zu kleiner Markt dafür momentan. Und dadurch, dass wir alles lieferbar haben möchten, müssten wir zu viele Sachen an Lager legen, die über Jahre hinweg liegen würden. Deswegen machen wir es nicht. Neue Survival-Ausrüstung wird auf jeden Fall stetig kommen. Und neue Messer haben wir auch zwei. Ein großes Camp Knife, nein, eigentlich drei. Ein großes Camp Knife, ein Neck Knife und eventuell auch ein Bushcraft Messer in Arbeit. Michael hätte gerne mehr Videos, muss ich leider sagen. Michael hätte ich auch gerne, aber können wir leider nicht machen. Wir können halt nur, wenn ein bisschen Leerlauf ist von der Arbeitszeit her, Videos machen oder aber, wenn es wirklich wichtige Sachen sind, wo wir einfach sagen, es geht nicht ohne Video. Jan ist ja auch gefragt, wegen Ferngläsern kann ich dich nicht so kompetent beraten, wie ich eigentlich möchte, deswegen würde ich dich verweisen an Franconia. Die können dich in der Richtung besser beraten als ich. Was den Rucksack angeht, den du angesprochen hast, können wir leider nicht machen, den Einträgerrucksack, weil wir hatten ein ähnliches Konzept schon im Shop und es ist überhaupt nicht gelaufen. Es ist nicht, ja nicht gut, wären übertrieben, es ist schlecht gelaufen. Obwohl wir eigentlich von der technischen Umsetzbarkeit und von, wie soll ich sagen, vom Gebrauchswert sehr überzeugt waren. Ich benutze selbst noch den Grabbag, aber das wurde leider nicht angenommen, weswegen wir in der Richtung erstmal kein neues Projekt machen. Roland hat gefragt, ob es zu den neuen Shorts, die er klasse findet, auch passende Bluse geben wird. Wird es geben, allerdings leider erst nächsten Sommer. Deine Idee mit der Feldbluse mit den kurzen Ärmeln werden wir auch aufnehmen. Schauen wir mal, wie sich das bewährt, aber wir haben auch ein dediziertes Outdoor-Hemd im Programm und das werden wir dann nächstes Jahr vorstellen. Dieses Jahr wird es leider nichts mehr. Franz hätte gern gewusst, wie es mit dem Einmann-Kochgeschirr aussieht. Hätte ich ehrlich gesagt auch gern gewusst. Ich brauche auch wieder eins. Es ist so, derjenige, der die Teile hergestellt hat, hat die Produktion umgestellt und verkauft die jetzt mit einem sehr seltsamen halbkugelförmigen Deckel, der vom Nutzwert ziemlich fraglich ist. Die Urform bekommen wir zurzeit nicht mehr, weswegen wir uns nach einem komplett anderen System umschauen. Da habe ich gestern jetzt die Muster dafür bestellt. Ich hoffe, dass die in den nächsten Wochen eintreffen. Und ich hoffe, dass das ein würdiger Nachfolger wird. Tobias hätte gern gewusst, wie es mit dem Combat-Shirt-Inflektern aussieht, wann es wiederkommt. Wahrscheinlich, und das ist leider eine schlechte Nachricht, nicht vor Winter 2013 und Frühjahr 2014. Wir wurden von einigen Großbestellungen etwas überrollt. Aus dem Grund sind unsere Vorräte an dem Flecktarnstoff, den haben wir für uns extra nach unseren Vorgaben drucken lassen, leider mittlerweile ziemlich dünn, weshalb wir den wieder neu drucken lassen müssen und es dauert einfach seine Zeit. David wollte wissen, ob wir eine größere Anzahl an Softwarewaffen ab 14 wieder in den Shop nehmen. Nein, das tut mir leid, das ist überhaupt nicht mein Bereich. Da habe ich auch keinerlei, wie soll ich sagen, keinerlei Einfluss drauf. Mein Projekt, ich bin 300 Kilometer von der Hauptfirma entfernt, kümmert sich wirklich nur um die Ausrüstung. Damit müsstest du dich tatsächlich direkt an die Firma wenden, also an Bigari. Ich bin hier tatsächlich nur für Combat Gear und BX zuständig. Und Roberto wollte wissen, wie es denn, beziehungsweise warum es zurzeit bei den Woodland-Taschen und Rucksäcken so schlecht aussieht. Das ist eigentlich ganz simpel. Der Stoff ist alle und er wird zurzeit nicht mehr gedruckt. Wir haben Originalstoff verwendet, also wirklich Original US Woodland Cordura, wie er für das US Militär auch gefertigt wurde.
Und seit die US-Armee auf OCP umgestiegen ist, wird der nicht mehr produziert. Auch hier ist wieder der Punkt, wir müssen selbst produzieren. Und damit du ungefähr ein bisschen die Größenordnung siehst, wir müssen für Cordura um die 2000 bis 3000 Meter, das sind 2 bis 3 Kilometer, an Stoff abnehmen. Der muss auch gelagert werden. Und für einen Rig braucht man ungefähr 1 bis 2 Meter. Das heißt, das sind gewaltige Mengen an Stoff, die erstmal irgendwo untergebracht werden müssen. Und aus dem Grund versuchen wir jetzt eigentlich momentan Depotware zu bekommen, wo wir in kleineren Mengen den Stoff erstmal nehmen können, weil wir ganz einfach irgendwo, wir sind ein 6-Mann-Unternehmen, einfach an die Grenze unserer Lagerfähigkeit stoßen. Das ist ja für dich natürlich ärgerlich, du hättest gern die Produkte in US Woodland wieder. Wir würden sie auch, die auch gerne wieder verkaufen, aber es ist leider so momentan. Haben wir keinen Zugriff auf den Stoff. Wird sich, denke ich mal, bald ändern, aber wann genau kann ich leider nicht sagen. Ja, soweit bin ich, wie mein schlaues Telefon sagt, bei euren Fragen jetzt durch. Freut mich, dass ihr wieder euch so zahlreich beteiligt habt. Ich möchte hier an dieser Stelle auch noch Frau Kästner aus Dresden grüßen. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch letzte Woche und es ist für mich einfach immer wieder schön, einfach Feedback zu bekommen, zu hören, was gut ist, was wir mehr machen sollen und auch zu hören, was euch nicht so gefällt, weil nur da, also nur davon können wir lernen, nur dadurch können wir besser werden und es motiviert uns eben einfach auch, wenn wir sehen, dass ihr euch aktiv beteiligt. Da hängen wir uns dann natürlich auch noch mehr ins Zeug. Was mich auch sehr überrascht hat, also positiv überrascht hat, war im vergangenen Winter, hatte ich mir den Fuß verknackst. Ich hatte damals die Möglichkeit genutzt, ein kurzes Video einzustellen. Und noch Wochen danach haben mich Leute, also von euch, über Facebook, übers Blog, über E-Mail gefragt, ob alles okay ist, wie es dem Fuß jetzt geht. Also diese Anteilnahme in Anführungszeichen, ich meine, es war einfach nur ein verknackster Fuß. Also ich habe mir nichts gebrochen, musste nicht ins Krankenhaus, aber einfach diese, ja, dieses Mitdenken, das fand ich dermaßen was von klasse. Das hat uns auch extrem gefreut. Das war einfach klasse und dafür möchte ich mich auch bedanken. Also das ist einfach, ja, ich sage immer zwar in der heutigen schnelllebigen Zeit ziemlich selten und bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf, dass wir, ich sage es jetzt mal ganz salopp, so coole Kunden haben. Und da nehme ich mir auch gerne mal die Zeit und mache ein bisschen länger oder gehe bei einer Ausführung, Blödsinn, bei einer Beratung einfach mal ins Detail und mache es ausführlicher, weil ich sehe, es kommt was bei rum. Also wie gesagt, dickes Danke von mir an euch. Ihr seid super und es macht mir echt Spaß für euch diese Videos zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Ich mache mir jetzt erstmal auf meinem Weg und sorge dafür, dass das Video ins Netz kommt. Macht's gut. Tschüss.